So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder live im Plenum, im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, der sich jetzt auch ein klein wenig wieder gefüllt hat. Die Sitzung wird in wenigen Minuten fortgesetzt werden, allerdings nicht mit dem Tagesordnungspunkt, zu der sie unterbrochen worden ist, durch den zumindest Schwächeanfall, den der Abgeordnete Hauer hier erlitten hat. Denn zu diesem Tagesordnungspunkt haben alle Abgeordneten ihre Redebeiträge zu Protokoll gegeben. Das heißt, sie werden sie hier nicht mehr vortragen. Und es geht dann direkt weiter mit dem Tagesordnungspunkt 5, einer vereinbarten Debatte. Also da liegt kein Antrag dazu vor, kein Gesetzentwurf, sondern man hat sich darauf verständigt, interfraktionell dieses Thema hier breit und offen zu diskutieren. Das wird nämlich das Thema berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt sein. Wir schauen in den Plenarsaal, wo vorn im Präsidium Bundestagsvizepräsident Kubicki schon wieder Platz genommen hat. Wie gesagt, eine Vielzahl der Abgeordneten doch noch nach wie vor schockiert durch den Zwischenfall, den es gegeben hat. Und was wir aber auch noch kurz nachtragen können, der Abgeordnete Hauer ist hier sehr intensiv versorgt worden, sehr gründlich von Notärzten, von Sanitätern und auch viele Abgeordnete haben ihm zur Seite gestanden vor einer guten Stunde und ist dann Richtung Krankenhaus abtransportiert worden. Und wie gesagt, jetzt habe ich den Eindruck, dass Wolfgang Kubicki diese Sitzung hier gleich wieder eröffnet und vermute wird auch noch ein, zwei Sätze zu diesem Thema sagen, bevor es dann, wie gesagt, weitergeht mit der Debatte zur beruflichen Bildung in der digitalen So, liebe Arbeitswelt. Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne erneut die Sitzung des Deutschen Bundestages und unterrichte Sie darüber, dass der Kollege Hauer voll stabilisiert ist, voll ansprechbar ist, bei den Ärzten in guten Händen ist und dass wir ihm von hier aus alles Gute wünschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Netz kursieren schon bereits Posts mit teilweise erbärmlichen Kommentaren. Ich kann nur die Menschen draußen im Lande darum bitten, auch aus Respekt vor der Person und vor der Würde unseres Kollegen, davon Abstand zu nehmen, den Zusammenbruch zu posten, die Behandlung zu posten. So viel Anstand sollte vielleicht noch in unserer Gesellschaft vorherrschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die restlichen Redebeiträge zu Protokoll zu geben, sodass wir den Tagesordnungspunkt nicht weiter debattieren. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Tagesordnungspunkt 4. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs, auch Drucksache 14.761, an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, vereinbarte Debatte zur Zukunft der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, denn das ist so beschlossen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Katrin Staffler von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, jetzt direkt wieder zur Tagesordnung überzugehen. Aber ich glaube, wir können auf alle Fälle unserem lieben Kollegen die besten Genesungswünsche und Gedanken schicken. Und dann wieder in die Debatte gehen. Wir haben ja oder wir knüpfen ja mit der heutigen Debatte nahtlos an die Diskussion, die wir in der vergangenen Sitzungswoche hatten zum Berufsbildungsmodernisierungsgesetz. Und wir haben dort bei der Verabschiedung des Gesetzes, wie ich finde, sehr wichtige Weichen für die Stärkung der beruflichen Bildung gestellt. Wir wissen aber natürlich auch, dass die erzielten Erfolge, die wir jetzt haben, alleine nicht ausreichen werden, dass wir die berufliche Bildung wieder attraktiver machen können. Deswegen möchte ich mit meiner Rede auch genau da wieder anknüpfen, wo ich mit meiner letzten Rede aufgehört habe, nämlich bei dem Idealbild der Zukunft der beruflichen Bildung, wie ich es empfinde. Ich wünsche mir nämlich, dass jeder einzelne junge Mensch, der eine Ausbildung aufnimmt, am Ende seiner Ausbildung ganz ehrlich sagen kann: Ja, ich habe für mich persönlich die richtige Entscheidung getroffen.
Und die Frage, wie jeder Einzelne für sich zu diesem positiven Jahr auch kommen kann, hängt ja von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Was aber in jedem Fall zutrifft, ist, dass durch die immer stärker digitalisierten Arbeitsprozesse und die Zunahme von Kooperation zwischen Mensch auf der einen und Maschine auf der anderen Seite ein Faktor von immer entscheidender Bedeutung sein wird, nämlich die Frage, wie gut es uns gelingt, dass wir berufliche Bildung in der Zukunft auch digital gestalten können und wie wir die berufliche Bildung auf die Herausforderungen der Digitalisierung anpassen können. Und in der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt stellen wir uns seit ziemlich genau einem Jahr genau diese Frage, nämlich wie gestalten wir die berufliche Ausbildung als ersten wichtigen Schritt auf einer Bildungsreise durchs gesamte Leben. Und viele Bereiche der beruflichen Tätigkeiten werden nach und nach digitalisiert, das erleben wir alle. Und es entstehen dadurch auch neue Tätigkeitsfelder und neue Aufgabenbereiche werden für die Arbeitnehmer immer wichtiger. Und deswegen muss es für uns ja auch unser Ziel sein, dass wir daraus die richtigen Schlüsse aus den Trends ziehen. Und insbesondere gilt es natürlich dann auf die weitere Gestaltung der beruflichen Ausbildung. Und dabei müssen wir anfangen, den Erwerb von digitalen Kompetenzen als ganz natürlichen Teil des Lernens zu verstehen und eben die Bildungsangebote an diese veränderten Kompetenzanforderungen, die wir ja in den Betrieben auch merken, anpassen. Weil nur so können wir erstens dann auch in Zukunft junge Menschen davon überzeugen, dass die berufliche Bildung für sie genau das ist, was sie zufrieden und erfolgreich ihren persönlichen Lebensentwurf leben lassen. Und zweitens muss man natürlich auch dadurch die Betriebe davon überzeugen, dass es ein Gewinn für sie auf allen Ebenen sein kann, wenn sie selbst eine Ausbildung anbieten und eben ihre zukünftigen Mitarbeiter auch selbst ausbilden. Insbesondere in drei Bereichen können wir diese Rahmenbedingungen, von denen ich gesprochen habe, verbessern. Der erste Bereich ist die Wissensvermittlung, natürlich. Der zweite Bereich ist die Organisation der beruflichen Bildung und natürlich müssen wir auch auf die Lernorte schauen. Und da komme ich zum ersten Punkt, zur Wissensvermittlung. So müssen wir zum Beispiel digitale Kompetenzen und vor allem den Umgang mit digitalen Medien ein größeres Gewicht geben. Weil neben den Auszubildenden natürlich auch das Berufsschulpersonal und auch die betrieblichen Ausbilder fit gemacht werden für die Nutzung von digitalen Werkzeugen, von digitalen Anwendungen und Lehrmitteln. Und auch bei der Organisation der beruflichen Bildung liegt aus meiner Sicht sehr großes Potenzial darin, dass man sehr viel stärker auf die Vielfalt und auf die Chancen beruflicher Karrierewege hinweisen können. So muss zum Beispiel eins unserer Ziele sein, dass wir die vielfältigen Angebote, die wir im Bereich der Berufsorientierung haben, in der Ausbildungsanbahnung und des Erfahrungsaustauschs, dass wir diese Angebote über digitale Plattformen noch sehr viel stärker und enger miteinander verzahnen. Und in der Ausbildung selbst schließlich können wir durch technische Möglichkeiten das ortsunabhängige Lernen steigern und die Lernorte Betrieb auf der einen Seite und Berufsschule auf der anderen Seite über Ausbildungsinhalte und Projekte besser miteinander vernetzen. Davon profitieren dann im Umkehrschluss auch wieder Klein- und Kleinstbetriebe, insbesondere wenn wir in den ländlichen Raum schauen. Und was so neue Konzepte mit Blick auf die digitale Transformation bewegen können, das haben wir diese Woche, wie ich finde, sehr eindrucksvoll sehen können. Da sind nämlich die Auszeichnungen für die Digi-Scouts vergeben worden. Das ist ein Programm, wo Auszubildende Digitalisierungspotenzial in ihren eigenen Ausbildungsbetrieben aufdecken und dann in Eigenregie entsprechende Projekte auch umsetzen können. Man nennt es Reverse Mentoring und das sind Formen, die ermöglicht machen, dass die Kompetenzen von allen Beschäftigten in den Betrieben auch eingebunden werden. Und ich finde auch ein gutes Beispiel dafür, welche Chancen die Digitalisierung für Betriebe auf der einen Seite, aber insbesondere natürlich auch für die Auszubildenden mit sich bringt. Die Digitalisierung gibt uns da viele Werkzeuge an die Hand, damit wir Vorteile schaffen für Schüler, für junge Erwachsene und natürlich auch für die Ausbildungsunternehmen. Und es führt mich dann zu meinem letzten Gedanken und zugleich eigentlich auch wieder zurück auf den Ausgangspunkt.
Mit digitalen Angeboten verbessern wir die Passgenauigkeit zwischen der beruflichen Bildung und den Wünschen, die die Auszubildenden mitbringen. Und gleichzeitig werden sie dann auch massiv dazu beitragen, dass sie dem seit Jahren verfolgten Ziel hin zu einer Weiterbildungskultur in Deutschland näher kommen und dass an dieser Weiterbildungskultur auch alle Menschen teilhaben können. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir genau so es schaffen werden, dass diese eingangs beschriebene Vision von einer Zukunft der beruflichen Bildung wahr werden kann, in der sich die Entscheidung für eine Ausbildung sich für jeden Einzelnen Tag für Tag auszahlen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Nicole Höß, AfD-Fraktion. Werter Herr Präsident, werte Kollegen, auch von unserer Seite gute Genesung an den Kollegen. Schwierig, so Business as usual überzugehen, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Am Anfang der Enquete-Kommission stand die parteiübergreifende gemeinsame tiefe Überzeugung, dass wir als Gesellschaft mit der Digitalisierung auf einen Umbruch zusteuern, der ebenso gravierend wie einschneidend ist und historisch vergleichbar mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Er ist für die Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft ebenso maßgebend und bahnbrechend wie der Buchdruck. Und als Enquete-Kommission beflügelt die Aussicht, konkrete Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung erarbeiten zu können, die Menschen und Gesellschaft und damit auch der Wirtschaft helfen, den Umbruch nicht zu erleiden, sondern aktiv zu gestalten. Wenn man die Diskussion um die Digitalisierung angstfrei und ohne Schaum vor dem Mund führen möchte, ist die begriffliche Klärung unumgänglich. Die eine Definition von Digitalisierung, die rein auf die maschinelle Sicht der künstlichen Intelligenz als Gegenpart zum Menschen, also Automatisierung, abzählt, erzeugt verständlicherweise arbeitsmarktlich Abneigung und Angst. Die andere Betrachtungsweise, nämlich die Digitalisierung im Sinne einer erweiterten Intelligenz als Unterstützung jederzeit zu beherrschen, eröffnet Gestaltungsräume. Experten kommen zu dem Schluss, dass wir in Deutschland die bisherigen Entwicklungen auf diesem Gebiet weitestgehend verschlafen haben. Netzausbau und unser Platz im Ranking der Digitalisierer rechtfertigt beinahe die Bezeichnung Deutschlands als digitales Schwellenland. Was bedeutet Digitalisierung für die berufliche Bildung? Die AfD fühlt sich dem humanistischen Menschenbild verpflichtet und sieht weiterhin den Menschen im Mittelpunkt der Wertschöpfung der digitalen Zukunft. Der Zugriff auf Datenräume und Datensammlungen eröffnen den Menschen neue Möglichkeiten, sich in der Welt zu entfalten. Im privaten Bereich erfolgt dieser Zugriff doch auch schon auf die eigene externe Gehirnfestplatte, die Schwarmintelligenz von sozialen Netzwerken oder das Schwarmgedächtnis von Suchmaschinen, oft virtuos, intuitiv und oft weitgehend vorurteils- und angstfrei. Hier passiert schon, was Herr Professor Dr. Boos, der Direktor des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation, in seinen Thesen hoffnungsvoll formulierte. Denn Maschinen verarbeiten Daten und Menschen machen aus diesen Daten nützliche Informationen und Innovationen, sagte er. Er verortet dort die Kernkompetenzen der Zukunft. Es braucht also Domainkompetenz und kommunikative Fachlichkeit, nicht zuletzt, um erfolgreich zu vernetzen. Es muss also die berufliche Identität der Menschen neu gedacht und eben auch neu beschrieben werden. Und entlang dieser neuen Erfordernisse und Tätigkeitsbeschreibungen in der realen wie in der virtuellen Welt muss die berufliche Bildung innoviert werden. Auch in der beruflichen Bildung darf nicht die Technik den Menschen und das Lernen beherrschen, sondern die Digitalisierung bleibt Mittel zum Zweck und elementares Hilfsmittel. Um es mit dem Bildungsforscher Hetty zu sagen, der diese Erkenntnis in seiner Metastudie Visible Learning 2012 bereits sagte, muss man anschauen, auf den Lehrer kommt es an. Daher betonen wir, versierte Lehrer und Ausbilder müssen auch zukünftig im Mittelpunkt des Lernprozesses stehen und dürfen nicht grundsätzlich zu Moderatoren von Lernprozessen verkommen. Meine Damen und Herren, das Vertrauen in die Politik und in die Gesellschaft muss wieder gestärkt und gefestigt werden. Dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten werden, dass wir gemeinsam niemanden zurücklassen wollen. Dieses Versprechen an die junge Generation müssen wir leisten. Dabei wollen wir den jungen Menschen aber auch früh vermitteln, dass sie die Kraft, alle Möglichkeiten, aber auch die Pflicht und die Verantwortung für ihre eigenständige Zukunft in sich tragen.
Die junge Generation ist der Nukleus der Gesellschaft und gleichzeitig der Keim der Zukunft. Dieser Keim braucht von uns als Gesellschaft und Politik den Platz, den Boden, das Licht und die Luft, um sich zu entwickeln. Ja, und Dünger. Dünger braucht es auch, aber den passenden. Während führende Digitalisierungsstaaten ihre zukünftigen Generationen für die Zukunft fit machen, indem sie sie zu Spitzenreitern, gerade auch in den MINT-Fächern machen, geben wir uns in Deutschland alle Mühe, Ihnen die richtig politisch-ideologische Haltung zu vermitteln. Meine Damen und Herren, freie demokratische Geister schaffen Innovation und Fortschritt zum Wohle aller. Ideologisch gefesselte Geister in der Haltungsbox replizieren Stillstand im Schuldkult. Dabei ist das Signal ganz klar, wenn ein Mitarbeiter ganz Elementares zum Beispiel nicht rechnen kann, kann auch ein Betrieb nicht mit ihm als Mitarbeiter rechnen. Die technikoffene Formulierung vieler Ausbildungsformen ist zu begrüßen. Es werden auch wohl vermehrt weitere hybride Ausbildungsformen entstehen. Vergleichbarkeit ist uns wichtig. Überbürokratisierung und Überregulierung sind Hemmnisse, die keiner braucht und Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurückfallen lassen. Stichwort Klein- und Kleinstbetriebe. Sie sind feste Ankergrößen, die junge Leute an ländliche Regionen binden und ihnen Heimat bieten und erhalten. Vergessen wir nicht, hier wird ein Großteil der Menschen in unserem Land ausgebildet. Diese Betriebe benötigen gezielt Hilfestellung, steuerliche Anreize, Bildungsberatung etc. pp. Vieles ist bereits im guten Gange und hilft, den Wandel erfolgreich zu gestalten. Stichwort Lehrer, Ausbilder und Berater. Diesen muss berufliche Fort- und Weiterbildung zur persönlichen Professionalisierung zugänglich sein. Veränderungen müssen schneller als bisher vorangetrieben werden. Berufliche Neuinhalte müssen dort, wo nötig, in schnelleren Neuordnungsverfahren implementiert werden. Ein Monitoring ist von elementarer Bedeutung. Ein beschleunigtes Verfahren könnte zum Beispiel die Implementierung der sogenannten Domain-Kompetenz in Bezug auf Daten und Informationen analog zu der im Zuge der Kompetenzorientierung eingeführten interkulturellen Kompetenz sein. Letztere hat im Idealfall Eingang in die Lehrpläne und Curricula aller fachlichen Fächer gefunden und wird von den Lehrkräften fachspezifisch umgesetzt. Dabei hat der Bund die Möglichkeit, in Berufen, in denen er selbst die Rahmenlehrpläne verantwortet, Veränderungen zeitnah und fast auch kostenneutral voranzubringen. Auch hierfür gab es bereits konkrete Vorschläge von uns in der Kommission. Der Bund kann zum Leuchtturm für die digitale Bildung werden. Teilnahmsloser Nachtwächter war er lange genug. Die AfD plädiert bei aller Digitalisierungseuphorie dafür, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Bei einer Überbetonung der digitalen Lernumgebung kann auch in der Persönlichkeitsentwicklung und neuronaler Vernetzung nach Meinung etlicher Experten einiges schieflaufen. Daher ist es uns wichtig, ein gesundes Mittelmaß zu finden und pädagogisch, methodisch maßvoll vorzugehen. Später lassen sich Fehlentwicklungen nur mühsam korrigieren. Unsere Kinder und unsere Jugend sind keine Versuchskaninchen. Stichwort Passung. Jährlich bleiben eine große Anzahl Jugendlicher ohne Ausbildungsplatz, während gleichzeitig eine steigende Anzahl von Ausbildungsplätzen unbesetzt bleiben. Diese Probleme lassen sich sicher nicht durch eine hektische Überbetonung der Digitalisierung als Allheilmittel lösen. Rechtzeitige Berufsberatung und Orientierung muss noch besser werden. Attraktivität und Wertschätzung von Arbeit in Ausbildungsberufen muss deutlich größer werden und erstrebenswerter sein als die Aussicht einer Hartz-IV-Karriere. Wir, die AfD, finden mit unseren Vorschlägen, Fragestellungen und so weiter und gutes Gehör in der Kommission und sind bereits massiv an der Gestaltung der Zukunft Deutschlands beteiligt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, streiten wir über Differenzen, aber arbeiten wir zusammen zum Wohle Deutschlands. Vielen Dank. Nicole Höchst aus der AfD-Fraktion in dieser vereinbarten Debatte zum Thema berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Hintergrund ist ja, dass eine Enquete-Kommission eben zu diesem Thema seit 2018 an diesem Thema arbeitet, zu dem jetzt Jasmin Fahimi spricht für die SPD-Fraktion. Ich darf auch im Namen der SPD-Fraktion die besten Genesungswünsche an den Kollegen Hauer übermitteln. Und wir freuen uns, dass er wieder in einem stabilen Zustand zu sein scheint. Warum? Nirgendwo auf der Welt ist die berufliche Bildung besser aufgestellt als in Deutschland.
Es gibt andere wenige Länder, die durchaus gleiche, vergleichbare, gute Systeme haben, aber nirgendwo ist sie besser aufgestellt. Warum also brauchen wir eine Enquete-Kommission? Nun, die simple Antwort ist, nichts ist so gut, als dass man es nicht besser machen könnte. Aber die wirklich relevante Antwort ist, die Digitalisierung, der Wandel der Arbeitswelt ist für sich genommen noch kein Zukunftsversprechen. Sie macht den Menschen im Gegenteil, ja, sie macht ihnen auch Angst. Was ist meine Ausbildung morgen noch wert? Wird es meinen Arbeitsplatz morgen überhaupt noch geben? Und wie bewältige ich den verdichteten und entgrenzten Alltag auf Dauer? Sorgen der Menschen, die wir nicht mindern durch eine Betrachtung theoretischer Substitutionspotenziale. Sorgen, auf die wir keine technische Antwort geben müssen, sondern die klarmachen, die Digitalisierung ist zuallererst ein sozialer Gestaltungsprozess. Und ich darf für die Bildungspartei der SPD in Anspruch nehmen, keine Partei in diesem Haus ist besser geeignet für diese Frage als die SPD. Realisieren wir zunächst einmal, die berufliche Bildung ist eben nicht nur eine Bereitstellung von Fachkräften. Es geht nicht um die Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Berufsbildung ist Bildung. Und damit geht es natürlich um Kompetenzen und Fertigkeiten, ja, auch um digitale Kompetenzen. Es geht aber vor allem auch darum, Persönlichkeiten zu formen, Eigenständigkeiten zu schaffen, zur Identität beizutragen, soziale Anerkennung und Öffnung von Perspektiven, das sind die wahren Ziele der Berufsbildung. Und deswegen muss es uns darum gehen, wie wir eigentlich mehr Sicherheiten schaffen können, gerade auch in Zeiten der Verunsicherung. Das Erfolgsmodell der beruflichen Bildung basiert aus meiner Sicht auf genau drei wesentlichen Essentials, die wir zu erhalten haben, nämlich: Die berufliche Bildung schafft einen Fachkräftemarkt, der unser Produktionsmodell in Deutschland stabil und erfolgreich gemacht hat. Die berufliche Bildung hat aber vor allem eine soziale Inklusion geschaffen, in der es jedem möglich ist, durch entsprechende Teilhabe und eine Berufsperspektive und vor allem auch durch gute Bezahlung auf Grundlage einer guten Berufsbildung tatsächlich auch eine Existenzsicherung und eine Perspektive zu schaffen. Damit nimmt man teil am Wohlstand dieses Landes. Und das Dritte ist, dass wir einen Ausgleich der Interessen geschaffen haben zwischen der öffentlichen Hand und den Sozialpartnern, sodass wir auf Dauer auch eine Qualität der beruflichen Bildung eben im Ausgleich dieser Interessen sichergestellt haben. Manche Debatten, das will ich aber hier schon ansprechen, gehen in eine ganz andere Richtung. Da wird über starre Systeme, veraltete Berufsbilder gesprochen. Mich beschleicht der Eindruck, dass einige, ich will es hier so offen ansprechen, durchaus in großer Harmonie zwischen FDP und AfD, hier über die Deregulierung der Berufsbildung am Ende reden. Natürlich mit dem Mäntelchen der Flexibilisierung, aber ich möchte gerne mal wissen, wo weniger Regeln und weniger Vereinbarungen jemals dazu beigetragen haben, Qualität zu sichern. Es geht in Wahrheit darum, Willkür in Inhalten und Zielen der Berufsbildung sicherzustellen. Und Sie können zwar als Lippenbekenntnis sich auf die Sozialpartnerschaft beziehen, aber am Ende ist Ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollen die Sozialpartnerschaft aushebeln. Man will ein Zwei-Klassen-System in der Berufsbildung einführen durch die Verbreitung von zweijährigen Berufen und Modularisierung. Und damit entwerten Sie am Ende die Ausbildung. Aus jungen Erwachsenen, die Anfangsschwierigkeiten haben, Lernbehinderte zu machen, für die wir die Niveaus absenken müssen, ist die falsche Antwort. Wir müssen mit ihnen intensiver arbeiten. Und ich kann ehrlich gesagt auch das Gerede über zu viel Abiturienten nicht mehr hören. Das ist nicht unser Problem. Anstatt das als sozialen Erfolg zu feiern, wird so getan, als ob das Abitur heute nichts mehr wert wäre und jedem nur hinterhergeschmissen würde. Nein, unsere junge Generation ist leistungsfähig und leistungsbereit. Und mit ihrem Geschwätz über zu viele Abiturienten, die den Abschluss nicht verdient hätten, unnützen Studienabbrechern, die aus ihrer Sicht zu doof sind für ein Studium, und Bildungsversagern, die normale Ausbildung nicht schaffen, schlagen sie einer ganzen Generation ins Gesicht. Die Qualität der Berufsausbildung ist vor allem eine Frage davon, schaffen wir genügend Chancen für alle jungen Menschen? Sichern wir Inhalt und gute Rahmenbedingungen und Berufsperspektiven für eine junge Generation? Und haben alle eine Chance, ihre Talente zu entdecken und tolle Persönlichkeiten zu werden? Deswegen brauchen wir zusätzliche Anstrengungen und Investitionen und nicht Deregulierung und Entwertung. Was wir also neu und zusätzlich brauchen, sind folgende Punkte.
Moderne Berufsschulen, ja, aber nicht nur moderne Berufsschulen, die digitale Techniken haben, sondern die insgesamt eine technische Ausstattung haben, um interdisziplinär zu arbeiten, um neue Lernkonzepte auszuprobieren. Ein Campus, auf dem man sich tatsächlich auch, auf dem man auch nicht nur Blockunterricht, sondern auch Weiterbildungsbausteine besser verankern kann. Also mehr Aufgaben für die Berufsschulen. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und müssen deswegen über die Ausbildung von Berufsschullehrern reden. Darüber, wie man einfacher und schneller Berufsschullehrer werden kann, aber mit einer praxisintegrierten Ausbildung, interdisziplinären Lehr- und Lernkulturen. Denn diese Lernkonzepte und die Digitalisierung sind die Chance, tatsächlich auch breite Gruppen in ihren unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten abzuholen. Wir wollen aber auch einen freieren Zugang zu Fort- und Weiterbildung. Wir müssen für mehr Durchlässigkeit sorgen. Deswegen glaube ich, dass wir gut beraten werden, darüber zu sprechen, ob wir nicht ein Gesetz zu einem deutschen Qualifizierungsrahmen brauchen, Credit Points, die zwischen der beruflichen Bildung und der universitären Ausbildung auch gegenseitig anerkannt werden. Und wir brauchen ein individuelles Bildungs- und Weiterbildungsbudget, damit die Frage der Fortbildung tatsächlich zu einem individuellen Gewinn wird, zu der Möglichkeit, seine Perspektive, seine Berufsperspektive zu gestalten und nicht alleine von der Bereitschaft der Arbeitgeber oder des individuellen Geldbeutels abhängt. Wir wollen die Fortbildungsbausteine auch tatsächlich stärker systematisieren und formalisieren. Der Wert der Berufe in permanenten Lernschleifen ist etwas, das in Bedrohung ist. Und den Gewinn zu erhalten, den Wert, dass ich mit meiner Bildung weiß, was ich habe und damit eine Perspektive habe, den müssen wir erhalten. Und deswegen glaube ich, müssen wir über die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes hinaus über ein modernes Ausbildungsgesetz reden, inklusive aller Berufsfachschulen, Fortbildungsfragen und dualer Studiengänge. Und zuletzt will ich auch erwähnen, ja, für diejenigen, die Anfangsschwierigkeiten haben, brauchen wir sozial begleitete duale Berufsvorbereitung. Wir müssen die Übergangssysteme systematisieren und mit diesen jungen Menschen mehr arbeiten, damit sie einen Einstieg eben auch in eine echte Qualifizierung und in eine Berufsperspektive bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Berufsbildung wird nicht besser, wenn wir sie kleinhacken in Modulen. Sie wird nicht attraktiver, wenn wir sie als Notnagel für Studienabbrecher anpreisen. Und sie wird nicht zukunftsfähiger, wenn wir die Rolle der Sozialpartner zurückdrängen. Die Berufsbildung muss ein eigenständiger, ein erfolgreicher Bildungsweg bleiben. Sie ist keine Konkurrenz zum Studium. Sie ist nur ein anderer Weg in die Berufswelt. Und deswegen ist unsere Aufgabe, mehr zu investieren, für mehr Durchlässigkeit zu sorgen und für mehr Transparenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Fahimi. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Jens Brandt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Namen meiner Fraktion darf ich dem Kollegen Matthias Hauer die besten Genesungswünsche ausrichten. Der Urlaub, der Klempner und das Abendessen sind schnell per Smartphone gebucht. In großen Fabrikhallen erstellen und warten viele Menschen automatisierte, vernetzte Produktionsstraßen. Künstliche Intelligenz berät bei der Kleidungswahl, in Rechtsfragen, bei Finanzanlagen und auch bei ärztlichen Diagnosen. Digitalisierung ist also bereits heute gelebte Realität. Und ja, das verändert auch unsere Arbeitswelt. Ausgelernt gibt es nicht mehr. Schon heute arbeiten ja jeder zweite junge Mensch bereits bald nach der Ausbildung in einem völlig anderen Beruf. Und ja, Digitalisierung ist auch eine große Chance auf Fortschritt und Wohlstand. Und damit jeder Einzelne diese Chance ergreifen kann, brauchen wir ein Update der beruflichen Bildung. Wir werden ja später heute Nachmittag noch über Weiterbildung sprechen, aber drei Punkte möchte ich an der Stelle in dieser Debatte hervorheben. Erstens, stärken wir endlich die Lehrkräfte und die Berufsschulen. Nur ein Drittel der Berufsschüler glaubt, dass ihre Unterrichtsinhalte gut zu dem passen, was sie in der betrieblichen Praxis erleben. Damit können wir uns doch nicht zufriedenstellen. Motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte sind der Schlüssel zum Bildungserfolg. Werben wir also um die Besten für den Schuldienst. Bremsen wir sie nicht länger aus.
Unterstützen wir sie mit einem Digitalpakt 2.0, mit einer modernen Medienausstattung, mit IT-Kräften an der Schule, die sich um die technische Wartung kümmern, mit pädagogischer Freiheit und praxisnahen Tipps zum Umgang mit dem Datenschutz. Investieren wir in ihre Weiterbildung. Erleichtern wir auch Quereinstiege. 20.000 Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen fehlen uns allein in den kommenden 10 Jahren, vor allem in den Metall- und Elektroberufen. Stellen wir uns dieser Herausforderung und sorgen wir dafür, nutzen wir diese Gelegenheit, sie auch bereits in ihrer Ausbildung auf die digitale Lehre vorzubereiten. Machen wir berufsbildende Schulen nicht zu Anwendern, sondern zu Innovationslaboren der Digitalisierung. Und zweitens, kümmern wir uns besser um die mehr als 2 Millionen Menschen meiner Generation ohne Berufsabschluss. Und ich sage ja offen, ich mache mir weniger große Sorgen um die vielen kreativen IT-Freelancer, die auch ohne formalen Abschluss ihren Weg gehen. Sondern Sorgen mache ich mir insbesondere um diejenigen, die ohne anerkannte Qualifikation in einer Krise die Ersten sind, die auf der Straße stehen. Mangelnde Bildungschancen sind doch das wahre Armutsproblem in Deutschland. Ändern wir das, ermöglichen wir längere Ausbildungszeiten wie in Österreich, vereinfachen wir auch die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen wie in der Schweiz. Fördern wir sie direkt im betrieblichen Kontext, da, wo die Fachkräfte gesucht werden. Erhöhen wir ihre Mobilität durch Azubi-Tickets und auch Wohnheime zum passenden Ausbildungsplatz. Ermöglichen wir ihnen Teilqualifikationen auch als kleine Schritte zum Erfolg. Machen wir die individuelle Förderung dieser Menschen endlich zum Schwerpunktthema dieses Hauses. Und drittens, die berufliche Bildung braucht viel mehr Mut zur Innovation. Die Herausforderungen von morgen werden wir ja nicht mit den Denkschablonen von gestern bewältigen können. Interaktive Lernfabriken sind ein Beispiel moderner Lernformen. Aber das ist ja jetzt nicht die Zukunft unbedingt. Das ist Industrie 3.0, Automatisierung. Das müsste längst seit Jahren flächendeckend in jeder gewerblich-technischen Berufsschule zur Standardausstattung gehören. Herausforderung der Gegenwart ist doch vielmehr die digitale Kommunikation dieser Anlagen mit der Außenwelt, also Industrie 4.0. Das gehört heute in die Schulen. Und Frau Karliczek bzw. vertretungsweise Herr Meister, schaffen Sie den Freiraum, mehr Freiraum für Macher und neues Denken in der beruflichen Bildung. Bauen Sie InnoVet zu einer echten Exzellenzinitiative berufliche Bildung aus, einem großen Wettbewerb um die besten Ideen mit einem großen öffentlichen Interesse und jetzt kommt auch der Unterschied mit einer finanziellen Ausstattung, liebe CDU, jenseits der Portokasse. Haben Sie endlich den Mut für mehr Innovation und ein Update der beruflichen Bildung. Sagt Jens Brandenburg aus der FDP-Fraktion in dieser Debatte über das Thema oder zum Thema berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Da wird sich ja auch einiges verändern. Dazu jetzt Birke Bull-Bischoff aus der Linksfraktion. Sie ist Sprecherin für Bildungspolitik. Ich bin Pädagogin und bin Bildungspolitikerin. Und deswegen ist für mich immer ganz zentral die Frage, was brauchen junge Leute, um in digitalisierter Welt und eben nicht nur in Arbeitswelt selbstbestimmt leben zu können, zu arbeiten zu können und sie vor allen Dingen zu kritischen Geistern und zu mündigen Bürgern werden zu lassen. 3 Dinge sind uns wichtig. Zum einen ist es ja auch von sozialer Kompetenz die Rede. Also in der Lage zu sein, Konflikte zu lösen, gewaltfrei, Empathie zu entwickeln gegenüber anderen Kulturen, anderen Religionen, sozialen Prägungen. Der Arbeitsmarkt wird international und es braucht interkulturelle Kompetenz. Zu lernen, in Kooperation miteinander zu arbeiten, statt in Konkurrenz. Wissen zu teilen, um es zu vermehren. Und letztlich auch mit Widersprüchlichkeit umzugehen und halbwegs immun zu werden gegenüber simplen, gar zu simplen Antworten. Zum Zweiten. Ein wichtiger Eckpfeiler für uns ist digitale Mündigkeit. Also berufliche Bildung darf nicht reduziert werden darauf, dass man Software bedient, die in Unternehmen gebraucht wird, sondern es geht darum, hinter digitale Kulissen zu schauen und das auch zu können. Was passiert mit den Daten, auch mit den eigenen? Es geht um einen kritischen Umgang auch mit Technik, ja, und mit dem, was sie mit uns macht, wie sie die Gesellschaft verändert. Der Mensch muss die Regie über die Technik haben und nicht umgekehrt. Damit bin ich bei einem dritten Punkt. Wir finden, junge Leute sollen in der Lage sein, Arbeit und Wirtschaften der Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig zu verändern. Und wenn man davon ausgeht, dass berufliche Bildung dafür ein Schlüssel ist, dann heißt das beispielsweise,
zuzusehen, dass man mit digitalen Produktionsmitteln den Energieverbrauch drosseln kann, dass Ressourcen geschont werden müssen. Man muss diese Dinge kritisch im Blick behalten oder zumindest erst mal aufmerksam dafür sein. Woher kommen die Produkte oder die Rohstoffe? Wie sind die Arbeitsverhältnisse dort? Oder wie kann man Anreize schaffen, um eben diese Arbeit zu verbessern? Wie kann man mit digitalen Produktionsmitteln beispielsweise den Lebenszyklus von Produkten verlängern, statt eben Anreize für ständigen, immer wiederkehrenden Neukauf zu setzen oder Reparatur digital zu verunmöglichen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Botschaft ist, berufliche Bildung heißt für uns nicht oder wenigstens nicht nur, nützlich zu werden für den Arbeitsmarkt. Es geht immer noch um Bildung. Da bin ich sehr nah bei Yasmin Fahimi. Es geht darum, kritische Geister und mündige Bürger zu entwickeln, die Arbeit und Wirtschaft von heute verändern können. Ich finde, wir haben dort einiges zu Wege gebracht, und wir werden uns auf dem nächsten Stück des Weges engagieren, um Rahmenbedingungen zu diskutieren, Vorschläge zu diskutieren, um eben jenen Menschen ein Stück weiter zu helfen und ihnen eine anerkannte Berufsausbildung zu sichern, die ansonsten sehr viel Misserfolge in ihrer Bildungsbiografie hatte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörerinnen, auch natürlich ganz von Herzen von Seiten der Grünen Bundestagsfraktion gute Besserung an unseren Kollegen Matthias Hauer. Wir haben es jetzt oft gehört, wir möchten das auch aussprechen, weil wir nicht einfach so weitermachen wollen im Tagesablauf. Lassen Sie mich kurz zurückschauen. Im September 2018 wurde unsere Enquete eingesetzt, die Enquete zur beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Und wir Grünen sehen absolut die Notwendigkeit, uns mit diesem Thema intensiv und fachlich hochwertig zu beschäftigen. Digitalisierung verändert die Welt, verändert die Gesellschaft, verändert Arbeit und Ausbildung. Ganz viele Herausforderungen kommen auf uns zu, auch auf uns in der Politik. Und wir finden es dringend und zwingend notwendig, diese Herausforderungen nicht nur zu betrachten, Probleme zu erkennen und Chancen zu benennen, sondern auch zügig in politisches Handeln umzusetzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sonst laufen wir nämlich am Ende Gefahr, dass Gesellschaft und Digitalisierung uns überholen. Wir wollen also diese Auseinandersetzungen mit den Anforderungen einer neuen, einer digitalisierten Welt sehr gerne aufnehmen. Was uns Grünen besonders wichtig ist, Öffentlichkeit und Beteiligung. Wir Grüne haben von der Enquete die Erwartung, eine Enquete, die sich so zukunftsweisenden und gesellschaftlich relevanten Themen widmet, dass es öffentliche Sitzungen gibt und dass alle Interessierten daran teilhaben können. Für uns kann das noch sehr viel offener sein. Wir möchten gerne eine breite Beteiligung von Azubis, Berufsschullehrerinnen, Ausbildern, von den Menschen, die in der Praxis stehen und die ganz, ganz viel zu diesem Thema zu sagen haben. Diese Menschen wollen wir mit ins Boot holen, denn sie wissen, was sie brauchen, und sie sind Expertinnen auf ihren Gebieten. Und wir würden uns ja auch eine riesige Chance verbauen in einem Themenfeld, wo es genau darum geht, Beteiligung zu ermöglichen, wenn wir dazu zögerlich wären. Dann zum Thema Inklusion. Das ist für uns das nächste große Thema, das wir in dieser Enquete uns auf die Liste geschrieben haben. Inklusion bedeutet auch eine große Chance. Das wollen wir in der Enquete stark machen. Inklusion ist für uns ein breit gefächerter Begriff, der weit in die Gesellschaft hineinreicht. Es geht um Menschen mit Einschränkungen, ja, um kranke Menschen. Es geht um Menschen mit Migrationshintergrund, um Menschen, die sich mit dem Lernen schwer tun. Es geht um alle, die aus irgendwelchen Gründen mehr Unterstützung und Augenmerk brauchen als andere. Und die wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Betroffen sind also sehr viele Menschen, und wir wollen es nicht dem Zufall überlassen, ob sie von der Digitalisierung profitieren oder nicht. Digitalisierung kann hier viel Nutzen bringen, aber sie kann auch schaden. Wir wollen und wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen und wirklich substanzielle Verbesserungen in der Ausbildungs- und Weiterbildungswelt erreichen. Nächstes Thema, Geschlechtergerechtigkeit. Dabei geht es uns um die Frage, ob Männer und Frauen, Jungen und Mädchen gleichermaßen von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren und, wenn sie das nicht tun, wie wir da gegensteuern können.
Und all diese Themen haben bei uns Grünen, haben wir Grüne vorrangig auf dem Schirm, weil es Schlüsselthemen bei der Ausgestaltung der Digitalisierung sind. Es wäre ja so, wenn am Ende, Herr Vorsitzender Kaufmann, jetzt nichts Modernes, Zukunftsweisendes herauskäme, würde ja dann der Fehler quasi im Anfang und im System liegen, weil wir Relevantes übersehen hätten, nicht eingespeist oder einfach weggelassen. Wir wollen ja keinen Kuchen ohne Mehl backen. Deswegen, und das ist die gute Nachricht, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit, auch dieses Thema Inklusion so richtig in den Mittelpunkt zu heben. Denn wir haben ja noch viel vor. Im zweiten Teil der Enquete steht Weiterbildung ganz oben auf der Agenda, und das ist gut so. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, Herr Kaufmann, lebenslanges Lernen ist das Thema unserer Zeit. Ich meine, wir wissen es ja alle, kaum ein Auszubildender, der heute in einem Job anfängt, wird in 30 Jahren noch am selben Ort dasselbe tun. Und es unterscheidet sich natürlich stark von den vorangegangenen Generationen. Für die Herausforderungen der neuen digitalisierten Arbeitswelt ist eine berufliche Weiterbildung ein Muss. Und sie hat heute noch lange nicht den Stellenwert, den sie braucht. Für die Gesellschaft als Ganzes muss Weiterbildung genauso wichtig werden wie Schulbildung, Ausbildung oder Studium. Aber noch viel zu wenige Menschen machen eine Weiterbildung, eine berufliche Weiterbildung. Wir wollen viel mehr Menschen dafür begeistern. Und wir Grüne wollen, dass auch auf diesem Gebiet mehr Gerechtigkeit entsteht. Denn heute bildet sich nur jeder dritte Berufstätige weiter. Und das sind oft die, die ohnehin gut qualifiziert sind oder gut verdienen. Zu viele Menschen sind immer noch ausgeschlossen. Die einen, weil sie Weiterbildung noch nicht als Investition in ihre berufliche Zukunft sehen, und die brauchen mehr Information und mehr Unterstützung, um die Chancen, die sich ihnen auftun, zu erkennen. Und die anderen, weil sie es sich schlicht und einfach nicht leisten können. Die Teilhabe an Weiterbildung ist definitiv auch eine soziale Frage, liebe Kollegen und Kolleginnen. Müssen und wollen wir Antworten finden in der verbleibenden Zeit, und ich bin mir sicher, wir werden diese Zeit gut nutzen. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit, auch mit den anderen Obleuten, Frau Staffler und liebe Kolleginnen, lieber Herr Vorsitzender. Ich finde, wir haben eine gute, wertschätzende Zusammenarbeit, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und ich möchte auch noch großen Dank aussprechen an unsere Sachverständigen, die uns immer mit ganz viel Wissen, Rat und Tat zur Seite stehen. Beate Walter-Rosenheimer von den Grünen hat sich hier noch mal bei den Kolleginnen und Kollegen der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt bedankt, über deren Zwischenbericht ja jetzt hier auch gesprochen wird. Und auch der nächste Redner ist Mitglied in dieser Kommission, Stefan Kaufmann von der Unionsfraktion. Neue Produkte, Produktionsabläufe und natürlich auch neue Berufsfelder hervor. Und damit verändern sich auch die Anforderungen an die Qualifikationen und Kompetenzen in fast allen Berufen mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung. Davon haben wir schon hinreichend gehört. Mit der Enquete-Kommission, über die wir heute sprechen, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, wollen wir die genannten Veränderungen verstehen, und wir wollen Handlungsempfehlungen erarbeiten. Wir wollen konkrete Vorschläge machen, damit wir fit sind für eine sich immer schneller verändernde Arbeitswelt. Seit Sommer letzten Jahres arbeiten wir intensiv daran, im Plenum, mit Expertenanhörungen, mit Unternehmensbesuchen in und Projektgruppen. Welche Stärken des Systems können weiter ausgebaut werden und welche Zugangshürden müssen abgebaut werden? Was muss an unseren beruflichen Schulen passieren? Was in der Lehrerausbildung? Wie muss Berufsorientierung aussehen? Wie gehen wir mit nonformalen Kompetenzen um? Wie mit jungen Menschen ohne Abschlüsse? Auch das ist angesprochen worden. Und das sind nur einige der Fragen, deren Beantwortung wir uns vorgenommen haben und deren Beantwortung uns aufgetragen ist. Und die Handlungsempfehlungen richten sich dann am Ende nicht nur an die Politik auf allen politischen Ebenen, sondern vor allem auch an die Stakeholder der beruflichen Bildung, also an die Kammern und Gewerkschaften oder an die Betriebe und Weiterbildungsträger. Und Frau Kollegin Müller-Rosenheimer, ich bin als Vorsitzender der Enquete-Kommission tatsächlich froh und freue mich, dass es uns in den zurückliegenden 1,5 Jahren gelungen ist, eine Arbeitsatmosphäre in dieser Kommission herzustellen, die durch gute Zusammenarbeit und konstruktive Sacharbeit geprägt ist. Das gilt für die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause und für unsere Sachverständigen gleichermaßen. Und, meine Damen und Herren, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir am Ende auch zu guten Ergebnissen kommen, die von möglichst vielen dann auch mitgetragen werden. Deshalb an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder der Enquete-Kommission. Die Arbeit der Kommission
in den letzten Monaten zeigt uns, wir müssen noch größere Anstrengungen unternehmen, um die Herausforderungen einer digitalen Arbeitswelt zu meistern und auch um die im Einsetzungsbeschluss geforderte Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung sowie die Steigerung der Attraktivität zu erreichen. Ein Meilenstein hierbei ist sicherlich, Frau Kollegin Staffler hat es angesprochen, das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, das wir in der letzten Sitzungswoche verabschiedet haben. Auch das Aufstiegs-BAföG, das wir noch in diesem Jahr beschließen wollen, und auch unser Vorschlag für ein Innovet-Programm sind ganz wichtige Signale zur Stärkung der Berufsbildung in Deutschland. Die vorgesehenen Leistungsverbesserungen machen berufliche Aufstiegsfortbildungen für unsere Fach- und Führungskräfte von morgen so attraktiv wie nie zuvor. Und für diese Verbesserungen wollen wir von Bundesseite 350 Millionen Euro zusätzlich noch in dieser Legislaturperiode einplanen. Und damit investieren wir so viel Geld in die höher qualifizierende Berufsausbildung wie noch nie. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Doch andere Herausforderungen für die berufliche Bildung bleiben. Deutschland ist nach wie vor durch Passungsprobleme am Lehrstellenmarkt gekennzeichnet. Die Betriebe haben zunehmend mit Besetzungsproblemen zu kämpfen. Die Quote der Ausbildungsbetriebe ist rückläufig. Sie war lange bei 23%, ist jetzt aber spürbar gesunken unter die 20%-Marke. Und diese Rückgänge sind vor allem auf Verluste im kleinstbetrieblichen Bereich zurückzuführen. Und insgesamt, auch davon haben wir schon gehört, blutet unser duales System an vielen Stellen aus. Außerdem haben wir Erkenntnisse sammeln können, dass das duale Ausbildungssystem in der VUCA-Welt nur noch bedingt zu funktionieren scheint. Und trotz aller Bestrebungen der Sozialpartner, die Ausbildungsordnungen an den rasanten Wandel anzupassen, seit 2009 sind insgesamt 132 Ausbildungsberufe neu geordnet oder modernisiert worden. Allein 2018 sind 25 neue oder modernisierte Ausbildungsberufe in Kraft gesetzt worden, die natürlich auch die Digitalisierung der Arbeitswelt in den Blick nehmen. Doch bei den World Skills, der Weltmeisterschaft der Berufe in Kasan dieses Jahr, gab es zwei durch digitale Skills geprägte Kompetenzfelder in der offiziellen Wertung, in denen Deutschland nicht einmal angetreten war. Und bei den sogenannten Future Skills waren wir in 23 von 25 Kategorien gar nicht erst vertreten. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das sollte uns schon auch zu denken geben. Was also ist zu tun? Wie gehen wir mit disruptiven Entwicklungen? Wie gehen wir mit neuen Arbeitswelten um? Passen unsere herkömmlichen Berufsbilder noch? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Oder brauchen wir ganz neue Ausbildungskonzepte, zum Beispiel in fachlich spezialisierten überregionalen Ausbildungszentren? Denn können zukünftig an jeder Berufsschule und für jedes Kompetenzfeld die nötigen Fachlehrerinnen und Fachlehrer überhaupt noch vorgehalten werden? Unser Ziel muss ja sein, möglichst viele junge Menschen aus möglichst vielen Betrieben hochwertige Qualifikationsangebote zu machen, und das flächendeckend. Und deshalb prüfen wir auch das Ausrollen neuer sogenannter hybrider Qualifizierungswege, also eine Verzahnung beruflicher und akademischer Qualifikationen, wie die studienintegrierende Ausbildung oder auch das triale Studium im Handwerk, also einen Gesellenabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf parallel zu einem Bachelorabschluss an den Hochschulen. Und der Unterschied zum dualen Studium hier, wer trial studiert, erwirbt zusätzlich noch einen Meisterabschluss. Doch ungeachtet dieser hybriden oder integrierenden Ausbildungen an der Schnittstelle von Lehre und Studium gilt natürlich auch zukünftig, eine exzellente und solide Ausbildung mit dualen Systemen ist ein wesentlicher Garant dafür, dass Fachkräfte auch in Zukunft mit der digitalen Transformation Schritt halten können. Meine Damen und Herren, wir haben uns viel vorgenommen in der Kommission, Empfehlungen zur Neugestaltung der Aus- und der Weiterbildung in Schulen, in Betrieben und in außerbetrieblichen Bildungsstätten in allen Bereichen unserer Arbeitswelt, vom Handwerk über die Industrie bis hin zu den Sozialberufen. Nichts weniger ist der Auftrag dieser Enquete-Kommission. Wir haben diesen Auftrag engagiert angenommen. Wir arbeiten an guten Lösungen und Vorschlägen. Wünschen Sie uns viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kaufmann. Stefan Kaufmann war das von der Unionsfraktion. Auf ihn folgt jetzt die FDP-Fraktion, der Sprecher für Innovation, Bildung und Forschung, Thomas Sattelberger. Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Enquete-Kommission muss sich natürlich immer wieder auch mit Reparaturarbeit auseinandersetzen. Und dabei heißt unsere Aufgabe Zukunftskonzepte beruflicher Bildung und nicht Flickarbeit. Damit zukunftsfeste Arbeit in Bremerhaven, in Halle und in Saarlouis entsteht,
statt nur in Singapur, Peking oder Boston. Und gerade die Linksgeneigten und Frau Fahimi, auch heute meine ich nicht alleine Sie, bemühen immer wieder die Angst, um ihre Schutzideologie zu rechtfertigen. Würden Sie die Panik vor Arbeitsplatzverlusten nicht schüren, wir hätten mehr Innovationsfreude in diesem Lande, ein positives Framing. Und wir könnten auch in der Enquete den Blick nach vorne richten, und zwar auf die wirklichen Knackpunkte beruflicher Bildung. Wir haben 11 Thesen vorgelegt. Darin steht unter anderem, dass die Spezialisierung der Ausbildungsberufe deutlich später einsetzen muss und dass wir gerade für die Millionen an- und Ungelernte die verteufelte modularisierte Ausbildung benötigen. Und ich nenne Ihnen noch 3 weitere wichtige Punkte für diese Enquete. Erstens eine große strategische Herausforderung. 2018 haben 10% mehr junge Männer einen Ausbildungsplatz gesucht als 2014. Umgekehrt bei den Frauen 10% weniger. Dafür steigt die Zahl der weiblichen Studierenden. Welche Diversity-Strategien können sich Berufsschulen bei Hochschulen abschauen? Und was können kleinere von größeren Unternehmen dabei lernen? Zweitens, im Bayerischen Wald übersteigt das Ausbildungsplatzangebot die Nachfrage um 10%. In Nordrhein-Westfalen dagegen gibt es Gegenden, die bei der Ausbildung nicht einmal 80% der Nachfrage abdecken. Deswegen fordern wir Freien Demokraten maßgeschneiderte Regionalstrategien für die Berufsbildung. Zum Beispiel Lernfabriken 4.0 als regionale Verbundprojekte anstelle zentraler Zwangsbeglückung à la Bachelor Professional. Nur wo Zukunftsbetriebe entstehen, meine Damen und Herren, wachsen Zukunftsausbildungsplätze und umgekehrt. Und drittens, wir brauchen eine Digitalisierungskomponente für jeden Beruf. Schnell neue Berufsbilder, Kauffrau E-Insurance, Bürokaufmann 4.0, Smart Grid Installateur, vielleicht auch den E-Konditor. Ja, Future Skills, lieber Stefan Kaufmann, da fehlt es uns. Und wenn der Tanker zu schwerfällig ist, müssen Berufsschulen und Betriebe sich erwärmen, und zwar schnell für skalierende Lernplattformen von Start-ups. Denn wir müssen es uns sputen, liebe Linksgeneigte und liebe behäbige Konservative. Alle Schutzwelle gegen Disruption nützen am Ende nichts, wenn uns ein Wettbewerber nach dem anderen überholt. Thomas Sattelberger von der FDP hier in der Debatte über die berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Anlass ist ein Zwischenbericht der Enquetekommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Und auch die nächste Rednerin ist die stellvertretende Vorsitzende Maria-Lisa Föllers. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Mitarbeiter hat neulich seinen Urlaub auf einem Bauernhof in Schweden verbracht. Er wollte auch mal etwas mit den Händen machen, mal mit anpacken, tatkräftig unterstützen und handwerkliche Fähigkeiten erwerben. Von vielen seiner Freunde hier in Deutschland hat er dafür nur Kopfschütteln geerntet. Die Hände schmutzig machen im Urlaub auf einem Bauernhof und wozu eigentlich handwerkliche Fähigkeiten? Diese Haltung zeigt teilweise, was für ein falsches Verständnis manche bei uns hier von klassischen Berufen noch haben. Zudem hat mir eine Gymnasiallehrkraft letztens Folgendes berichtet. An einer Oberstufe mussten alle Schülerinnen und Schüler einen Tag lang in einem Betrieb hospitieren, um den Berufsalltag kennenzulernen. Eine gute Sache, denn wir brauchen mehr junge Menschen in Ausbildungsberufen, vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels. Ja, hört sich gut an, aber dann passierte Folgendes. Die Eltern eines Schülers beschwerten sich. Was sollte ihr Kind denn bei einem Maler? Er würde doch eh an die Universität gehen. Alles andere käme eh nicht in Frage. Das Tagespraktikum sei völlige Zeitverschwendung und einfach nur Quatsch. Diese Einstellung zeigt aber das Grundproblem, vor dem wir hier als Gesellschaft stehen.
Die mangelnde Anerkennung der beruflichen Bildung. Das mangelnde Verständnis davon, dass eine Ausbildung den Weg ebnet zu einer erfolgreichen Karriere. Die mangelnde Einsicht, dass unsere Volkswirtschaft nicht nur auf die nächste Betriebswirtin oder den nächsten Sozialwissenschaftler wartet, sondern eben auch auf die nächste anständig ausgebildete Fachkraft, den nächsten topqualifizierten Pfleger oder aber die nächste innovative und engagierte Mechatronikerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen beides, Akademiker und gut ausgebildete Fachkräfte. Noch einmal zur Erinnerung. Laut Prognos Forschungsinstitut fehlen uns bis 2030 3 Millionen Fachkräfte. Und die Zahl der Studierenden stieg in den letzten 10 Jahren um knapp 1 Million. Die Trends laufen also auseinander und wir müssen uns fragen, warum ist das eigentlich so? Über diese und andere Fragen diskutieren wir in meiner Projektgruppe der Enquete-Kommission, die sich eben mit den Anforderungen der digitalen Arbeitswelt an berufsbildenden Schulen beschäftigt. Mein großer Dank geht an dieser Stelle nochmal an die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen hier bei uns in meiner Projektgruppe und ganz besonders an den Kollegen Jens Brandenburg für seine großartige Sitzungsleitung. Vielen Dank nochmal dafür, Jens. Zurück zum Inhalt. Ein Aspekt aus unseren Diskussionen ist mir an dieser Stelle besonders wichtig. Er hängt mit den beiden Geschichten zu Beginn meiner Rede zusammen. Ich frage mich, wie kommen wir zu einer Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung in der Wahrnehmung unserer Bevölkerung? Hier besteht in erster Linie Handlungsbedarf bei der gesellschaftlichen Anerkennung von beruflicher Bildung, insbesondere bei den Eltern. Sie müssen eine Berufsausbildung als das anerkennen, was sie ist. Der Motor unserer Wirtschaft, ein weltweiter Exportschlager und eine enorme Sicherheit für individuelle Zukunftsplanung. Stichwort: Wir wollen glücklich, wir wollen zufriedene, wir wollen selbstgesteuerte Menschen. So liegt übrigens die Arbeitslosenquote bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung bei 3,4%. Bei Personen ohne eine abgeschlossene Ausbildung ist sie gut 5-mal so hoch. Wir haben daher viele Handlungsempfehlungen in unserem Zwischenbericht festgehalten. Von denen möchte ich exemplarisch 3 hervorheben. Erstens. An allgemeinbildenden Schulen müssen wir mehr Berufselemente integrieren, wie zum Beispiel das Tagespraktikum in einem Betrieb. Zweitens. Wir müssen alle Länder dazu bringen, dass berufsbildende Schulen und alle weiterführenden allgemeinbildenden Schulen stärker miteinander kooperieren. Und drittens, wir brauchen eine noch bessere Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit und der Jugendberufsagenturen. In einigen unserer Bundesländern ist das bereits der Fall. Andere sollten hier schleunigst nachziehen. Und wenn das alles gelingt, dann beschweren sich Eltern zukünftig vielleicht nicht mehr, wenn ihr Kind einen Betrieb kennenlernen darf. Dann fordern sie vielmehr ein, dass es eben nicht nur einen Betrieb kennenlernt, sondern vielleicht gleich mehrere. Dann drängt es unsere Schülerinnen und Schüler nach dem Abitur vielleicht nicht nur vermehrt in die Universitäten, sondern eben auch wieder stärker in eine gute Ausbildung oder in beides. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist also einiges zu tun. Ich bin froh, dass wir viele Punkte bereits im Zwischenbericht untergebracht haben und ich freue mich auf die weiteren Beratungen und die weitere gemeinsame Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Welche Potenziale hat die Modernisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung? Darüber diskutiert der Bundestag. Anlass ist ein Zwischenbericht der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Und als Nächste spricht die Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Linksfraktion, Jutta Krellmann. Herrn Hauer von hier aus gute Besserung wünschen, damit er schnell wieder nächste Woche da sein kann. Unsere Arbeitswelt ändert sich täglich. Digitalisierung, Energiewende, Transformation sind die Stichworte. Als Gewerkschafterin weiß ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen Angst haben, ihre Qualifikation in dem Zusammenhang zu verlieren. Die Antwort kann nur eine kluge Beschäftigungspolitik sein. Denn ehrlich gesagt, was nützt mir eine gute Qualifikation, wenn mein Arbeitsplatz weg ist? Ja, berufliche Bildung ist heute wichtiger denn je. Und deswegen wollen wir damit in Verbindung ein Recht auf Ausbildung und auf Arbeit für alle.
Beides nimmt den Menschen die Angst vor dem Wandel. Die Linke bringen wir genau das in die Arbeit der Enquete-Kommission ein. Doch leider drücken sich viele Arbeitgeber vor ihrer Verantwortung. Deshalb fordern wir als Linke eine Ausbildungsumlage. Wer nicht ausbildet, muss zahlen. Wichtig ist auch, dass Beschäftigte mitentscheiden können, ob sie eine Weiterbildung bekommen. Das darf kein Privileg der Arbeitgeber alleine sein. Denn Fakt ist, Führungskräfte bekommen häufiger eine Weiterbildung als Ungelernte, Erwerbstätige häufiger als Erwerbslose und Jüngere häufiger als Ältere. So darf das nicht weitergehen. Die Linke sagt, die betriebliche Weiterbildung haben die Arbeitgeber, bei betrieblicher Weiterbildung haben Arbeitgeber die Kosten zu tragen und sie haben Beschäftigte freizustellen. Doch das langt nicht, alleine auf den Wandel in der Arbeitswelt zu reagieren. Denn wenn Unternehmen umstrukturieren müssen, dürfen Arbeitnehmer nicht auf der Strecke bleiben. Deswegen unterstützen wir die Forderungen nach einem Transferkurzarbeitergeld. Es ermöglicht Beschäftigten, sich zu qualifizieren und sich den neuen Bedingungen anzupassen. Und dabei auch beschäftigt zu bleiben. So schaffen wir Schutz und Chancen für die Beschäftigten. Klar ist auch, die Transformation kann nur gelingen, wenn die Beschäftigten einbezogen werden. Deshalb muss die betriebliche Mitbestimmung gestärkt werden. Betriebsräte müssen viel stärker mitentscheiden können, wenn es darum geht, wie Arbeit organisiert wird, wo neue Techniken eingesetzt werden, wie viel Personal gebraucht wird und welche Qualifikation notwendig ist. Packen wir es an, auch in der Enquete-Kommission. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Krellmann. Nächste Rednerin ist für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Antje Letzius. Jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Unser duales Ausbildungssystem sorgt dafür, dass Deutschlands Wirtschaft zur Weltspitze gehört. Wenn wir es schaffen, die digitale Transformation gemeinsam gut zu gestalten, dann bleiben wir auch weiterhin Weltspitze. In der Projektgruppe 2 unserer Enquete-Kommission haben wir uns mit den Anforderungen der Digitalisierung an die berufliche Ausbildung im Betrieb beschäftigt. Für die gute Zusammenarbeit bisher möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich greife einige wichtige Punkte aus unserer bisherigen Arbeit heraus. Die Digitalisierung verändert und bereichert unsere Arbeitswelt. Die Betriebe sind davon je nach Branche, Größe, Standort unterschiedlich stark betroffen. Während einige Unternehmen Vorreiter in Sachen Digitalisierung sind, stehen andere noch fast am Anfang. Das sehen wir bei den vielen Betriebsbesichtigungen vor Ort. Das bedeutet für uns als politisch Gestaltende, die Rahmenbedingungen müssen so gefasst sein, dass wir den kleinen Ausbildungsbetrieb im Blick haben, genauso wie den Großkonzern, der Digitalisierung bereits selbst vorantreibt. Die Ausbildungsberufe sind gleichfalls nahezu alle von der Digitalisierung berührt, aber auch hier variiert das Maß der Betroffenheit stark. Derzeit erweisen sich die Ausbildungsordnungen als ausreichend flexibel und anpassungsfähig. Mit der Modernisierung der Berufsbilder sichern wir die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Insgesamt verändert sich aber die Anforderungen an die Fachkräfte. Digitale Technik- und Medienkompetenz und ein Verständnis für digitale Zusammenhänge sind stärker gefragt und sollten in jeder Ausbildung vermittelt werden. Auch veraltet das einmal erworbene Wissen in der digitalen Arbeitswelt sehr viel schneller als bisher. Dadurch gewinnt die Weiterbildung und das lebensbegleitende Lernen im Betrieb eine neue Qualität. Wir können darum festhalten, der Weiterbildungsbedarf nimmt mit der digitalen Transformation stark zu. Es wird eine neue Lern- und Weiterbildungskultur in der gesamten Gesellschaft nötig sein. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Angst. Im Rückblick sehen wir, es gab ständig Veränderungsprozesse, und wir haben sie alle gut gemeistert.
Die neue Weiterbildungskultur wird in vielen Betrieben schon vorweggenommen. Dabei zeigt sich, je höher der Digitalisierungsgrad eines Betriebes, desto eher nehmen die Beschäftigten an Weiterbildungen teil. Damit erweist sich die Digitalisierung als Weiterbildungstreiber im Betrieb. In der digitalen Arbeitswelt fällt der Qualifizierung von Ausbildern eine besondere Rolle zu. Gerade für kleinere Unternehmen ist dies aber schwer zu bewältigen. Hier wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche gute Qualifizierungsinitiativen auf den Weg gebracht. Besonders die überbetrieblichen Berufsbildungszentren können hier gerade kleinen Betrieben von Nutzen sein. Die digitalen Technologien schaffen auch viele Chancen und erleichtern die Kooperation der Lernorte, gerade in ländlichen Regionen. Selbstverständlich ist die Voraussetzung für all diese Maßnahmen eine zeitgemäße digitale Infrastruktur. Dafür haben wir bereits 3,5 Milliarden bereitgestellt. Die Beteiligung und Kooperation von Forschern, Experten, Praktikern und Politikern in unserer Enquete-Kommission stellt sicher, dass wir zu guten Ergebnissen und Handlungsempfehlungen kommen werden. Davon bin ich überzeugt. Denn wir wollen, dass die berufliche Bildung ein Erfolgsmodell im digitalen Zeitalter bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Letius. Als letzter Redner zu dem Tagesordnungspunkt spricht der Kollege Stefan Albani, CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt für die Unionsfraktion auch in der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und Digitalisierung in der Arbeitswelt ist mit Sicherheit ein solcher Wind. Manche sagen, es ist sogar ein Sturm. Und wenn so eine Innovation stattfindet, wie gleich jede Innovation, fallen die Menschen in ganz unterschiedliche Gruppen auseinander. Wir haben in der Regel so 2-3%, die als Innovatoren vorne wegrennen. Dann haben wir so 13-14%, die als Early Adapters sich der Sachen schnell annehmen. Und dann kommen 34% jeweils frühe und späte Mehrheiten und am Ende 16% Nachzügler. Das ist normal. Und wenn man hier den Arbeitsplatz Deutschen Bundestag nimmt, dann sieht man genau diese Vielfalt. Man sieht kiloschwere analoge Akten, man sieht Leute, die, ich sag mal, direkt vorne dabei sein wollen und voll durchdigitalisiert sind, und man sieht die Mischform, wo jemand ein Tablet als einen sehr dekorativen Befüllungszustand eines ansonsten analogen Postmappe sieht. Insgesamt bedeutet das, dass wir als Politik an dieser Stelle versuchen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Digitalisierung in der Arbeitswelt, und genau das ist das, was wir in der KIT machen wollen, Rahmen bekommt, gleichzeitig aber auch den Freiraum für subsidiäre Innovation. Und wir stellen auch Positives fest. Wir haben festgestellt, dass die Modernisierung, wie Stefan Kaufmann sie schon angesprochen, vieler Berufe in einer ganz guten Organisation aufgehoben ist. Das heißt, da, wo die Sozialpartner miteinander dieses aufgrund technologiefreier Definitionen miteinander verbessern und modernisieren, findet die statt. Vielleicht könnte es hier und da etwas schneller, Stichwort agile Verfahren. Aber insgesamt ist es vor allen Dingen entscheidend, wie man sich dem Thema nähert. Und wir haben in dieser Woche mit Professor Böß vom Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation zwei Zugänge präsentiert bekommen. Der eine ist, wenn wir die Digitalisierung in der Arbeitswelt aus der Maschinensicht betrachten. Dann reden wir über die Vernetzung programmierter Systeme, dann reden wir auf einmal über die Ersetzung und Substituierung von Tätigkeiten und von Menschen. Wir reden über künstliche Intelligenz und Automatisierung, und das ist natürlich etwas, was durchaus dem einen oder anderen Sorge bereitet. Gehen wir aber umgedreht die Digitalisierung in der Arbeitswelt aus der Werkzeugsicht an, dann reden wir über die Steigerung geistiger Fähigkeiten. Wir reden auf einmal über erweiternde Intelligenz, Augmented Intelligence. Wir reden über Information und schlussendlich über die Emanzipation des Einzelnen in der Arbeitswelt und seine entsprechende Weiterentwicklung. Und das finden wir gut und das müssen wir unterstützen. Die strategische Herausforderung ist insofern formuliert als die Reformulierung der Beruflichkeit hin zu einer Informationsökonomie.
Und wir haben festgestellt, dass es in der Ausbildung gut funktioniert, dass wir aber darauf achten müssen, dass innerhalb der Ausbildung die Partner miteinander stark zusammenarbeiten und gestärkt werden. Und hier möchte ich noch mal betonen, dass eine Stärkung der Berufsschulen, aber auch eine Stärkung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten etwas ist, was wir in den Fokus nehmen müssen. Und eine zweite Sache ist auch das Zusammenspiel zwischen Hochschulen und Berufsschulen zum Beispiel. Ich möchte an dieser Stelle noch mal das Projekt Frühstarter bei mir aus dem Wahlkreis erwähnen, wo halt Hochschuldozenten in die Berufsschulen hineingehen und in Abschlussklassen hier bereits entsprechende Fortbildungen machen, sodass ECTR, also hier Credit Points, erarbeitet werden können. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg an dieser Stelle, die Grenzen entsprechend auch zu überschreiten. Und damit sind wir bei einem wichtigen letzten Punkt, der mir wichtig ist. Diejenigen, die in die Berufe reingehen, gehen mit hoffentlich offenem Herzen und großer Freude. Aber die, die drin sind, die brauchen unsere Unterstützung in Sachen Weiterbildung, damit sie halt nicht die Sorge haben, da findet eine Welt statt, an der sie nicht teilnehmen. Deswegen möchte ich, dass Weiterbildung nicht von einem Muss gesprochen wird, sondern von einem Will, von einem Möchte. Und auf diese Art und Weise sollten wir dafür sorgen, dass zukünftig diejenigen, die Mauer bauen, diese eingerissen bekommen und wir daraus Windmühlen bauen. Herzlichen Dank. Stefan Albani war das, der letzte Redner in dieser Debatte um Aus- und Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt.